Seit Jahrhunderten suchen Forscher nach Wasser mit magischen Kräften. Sie fanden heilsame Quellen. Und manche glaubten, einen Jungbrunnen gefunden zu haben, der die Spuren des Alterungsprozesses verschwinden lässt. Oder sie fanden ein besonders reines und erfrischendes Wasser, das den Körper irgendwie gesund und widerstandsfähig zu machen schien. In diesem Film geht es um den neuesten Stand unseres Wissens über die Nützlichkeit des Wassertrinkens für die Gesundheit. Es handelt sich dabei um ein elektrisch aktiviertes Trinkwasser, genauer gesagt um die basischen Anteile von Trinkwasser. Die Herstellung erfolgt durch einen sogenannten Wasserionisierer. Das ist eine Art Elektrolysegerät, das es inzwischen in verschiedenen Ausführungen für den Privathaushalt gibt. In diesen Elektrogeräten fließt Gleichstrom durch natürliches Trinkwasser. Dieser sortiert die elektrisch positiven Kationen und die elektrisch negativen Anionen in verschiedene Kammern. Wichtige Kationen im Trinkwasser sind zum Beispiel Calcium, Magnesium, Kalium und Natrium. Als Anionen finden wir dort zum Beispiel Chlor, Nitrat, Nitrit, Phosphor und Schwefel. Das Wasser aus der Kathodenkammer wird basisch, was man an der lila Färbung der Indikatorflüssigkeit sieht. Das heißt, es wirkt entsäuernd und begegnet so dem Phänomen der Übersäuerung, das nach Ansicht von Naturmedizinern wie Dr. Irlacher eine der Hauptursachen verschiedenster Krankheiten ist. Die Auswirkungen der Übersäuerung sind mannigfaltig, aber sie lassen sich an einem einfachen Modell erklären. Wenn wir ein Leben lang immer wieder neue Säure in uns hineinschütten und das Fass der Übersäuerung sich von Tag zu Tag mehr füllt, wird der Urozeanblut sehr stark gefordert. Und nun, hier gilt die Priorität, dass eben der pH-Wert des Blutes, der zwischen 7,35 und 7,45 schwankt, nicht gestört werden darf. Der Körper muss für diesen leicht basischen und lebenswichtigen pH-Pegel in den Arterien hart arbeiten. Denn aus den Nährstoffen entstehen durch Verbrennung mit Sauerstoff ständig Säuren. Aus dem Energiestoffwechsel in den Zellen resultieren fast nur saure Nebenprodukte. Ein gesundes Blut schickt diese zur Ausscheidung über Leber, Niere, Darm und sogar ein bisschen über die Haut. Das wichtigste Entsäuerungsorgan, die Lunge, dient vor allem dem Abbau der Kohlensäure, die mengenmäßig am stärksten ins Gewicht fällt. Auch der Bewegungsmangel macht stark sauer, weil die Eigenschaft der Lunge eben Kohlensäure abzuatmen reduziert ist und die Gewebe eben zu wenig Sauerstoff bekommen. Fast alle übrigen Säuren müssen uns auf dem Nierenweg über die Blase verlassen. Wenn Lunge und Niere die Säurelast nicht mehr bewältigen können, werden die Fässer der Übersäuerung mit Mineralien abgelöscht und in Gewebe und Organen zwischengelagert. Die Folge: Mineralienmangel. Wenn diese letzten Reserven erschöpft sind, bedient sich der Körper dann basischen Stoffen. Also beispielsweise erholt sich Magnesium aus der Muskulatur. Unsere Patienten klagen dann über Wadenkrämpfe. Erholt sich Kalium aus dem Gewebe heraus. Und die Patienten bekommen eine Darmträgheit und Herzrhythmusstörungen. Und erholt sich Kalzium aus dem Skelett, wo eben dann eine Osteoporose in einem immer stärkeren Ausmaße sich entwickelt. Wenn wir gerade die Thematik von Übersäuerung, Überschlackung des Organismus betrachten, stehen zwei große Komplexe weit im Vordergrund. Das sind auf der einen Seite die Erkrankungen des Bewegungsapparates und auf der anderen Seite die Herz- und Kreislaufkrankheiten. Wir haben Arthrosen, Bandscheibenleiden, Entzündungen, Osteoporose, auch moderne Krankheiten wie die Fibromyalgie, die uns beschäftigen. Und auf der anderen Seite haben wir die arteriosklerotischen Veränderungen, Spätfolgen von Bluthochdruck, Diabetes, merkwürdige Krankheiten, auch wie Schaufensterkrankheiten und Tinnitus. Und das alles beschäftigt uns eben von der Thematik der Übersäuerung, Überschlackung zentral. Ebenso wie Dr. Irlacher sind sich weltweit zumindest Naturmediziner einig, dass eine Übersäuerung Alterungs- und Krankheitsprozesse auslöst. Meine grundlegende Theorie ist, dass es nur eine Art von Beschwerden und Krankheit gibt, nämlich die Übersäuerung des Blutes und des Gewebes. Das kommt vom Lebensstil, der Ernährungsauswahl. Also ist jede Krankheit Folge einer Wahl, was wir essen, was wir trinken und was wir denken. Nach unserer Erfahrung und unserer Einschätzung ist das aktive Basenwasser unerlässlich
als Therapie für die Zivilisationskrankheiten. Es hat einen hohen Stellenwert auch in der Vorbeugung, in der sogenannten Prävention von Zivilisationskrankheiten, wozu also auch die Arteriosklerose, der Zucker, der Hochdruck, selbst die Adipositas, das massive Übergewicht, als auch die Tumorerkrankung nach meiner persönlichen Einschätzung gehören. Ich halte das aktive Basenwasser für eine wichtige Voraussetzung für unser aller Gesundheit. Mit was für einer Krankheit auch immer ein Patient zu mir kommt, abgesehen von allen anderen Maßnahmen, schlage ich immer zusätzlich basisches Aktivwasser vor. Der langjährige Einsatz von basischem Wasser ist ein Elixier für die Gesundheit. Ich habe den Einsatz von basischem Wasser einmal als das Perpetuum mobile der Entsäuerung bezeichnet. Wir finden bei den Patienten regelmäßige Verbesserung im Bereich des Befindens. Viele Krankheiten, die mit Säure-Basen-Problemen in Zusammenhang stehen, lassen sich eindrucksvoll verbessern. Basisches Aktivwasser in der reinen Form kann oft innerhalb weniger Tage Verklebung des Blutes zur Auflösung bringen. Hier ein Beispiel einer Patientin mit einer Geldrollenbildung, die trotz ASS diesen Effekt aufweist. ASS hat blutverdünnende Eigenschaften, aber auch nicht bei jedem Patienten. Wir sehen also in diesem Beispiel sehr deutlich, dass eben hier Flüssigkeit fehlt, basische Flüssigkeit fehlt. Wir haben dieser Patientin für nur 24 Stunden basisches Aktivwasser zum Trinken gegeben. Und wir sehen also bereits nach 24 Stunden diesen wunderbaren Entklebungseffekt auf die roten Blutkörperchen. Nun, natürlich ist es so, dass wir nicht bei jedem Patienten innerhalb von 24 Stunden diesen Effekt herbeiführen können. Wenn jemand eine sehr starke Übersäuerung im Gewebe aufweist, dann brauchen wir sicherlich einen längeren Zeitraum. Und das bedeutet, er muss das basische Wasser dann eben zu Hause in einem längeren Zeitraum weiter konsumieren. Auch die Hamburger Ärztin Elke Olearius empfiehlt basisches Aktivwasser als Entsäuerungsstrategie. Also im Prinzip kommt jeder dafür in Frage. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel Gelenkerkrankungen hat. Ja, bei Gelenkerkrankungen da kommen zwei Faktoren zusammen. Einmal Schmerzen, die säuern schon. Zweitens die Gelenkerkrankung selber. Da kann man schon durch Entsäuerung 20-30% bessern. Was ist denn der Vorteil des basischen Aktivwassers gegenüber althergebrachten Entsäuerungsmitteln? Ja, der Vorteil ist, dass sie gleichzeitig sozusagen das Medium der Drainage mitgeben. Also sie geben gleichzeitig Wasser, wo auch die eigenen sauren Stoffwechselprodukte ausgeschieden werden können. Also sie brauchen ja nicht nur, dass sie basische Mineralien aufnehmen, sie wollen ja auch ihre eigenen sauren loswerden. Und dazu brauchen sie ja ein Medium. Und da ist in diesem Medium mit dem basischen Aktivwasser haben sie einmal die basischen Mineralien, die sie brauchen, an denen sie verarmt sind, weil im Stoffwechsel zu viel Säure sind. Gleichzeitig wollen sie ja die Säuren ausscheiden. Und dann haben sie dieses wunderbare, geniale Wasser mit den kleinen Clustern. Das heißt, das Wasser ist wie eine Art, es hat auf eine gewisse Art und Weise hat es mehr Platz. Die kleineren Wassercluster sind eine weitere wichtige Eigenschaft des basischen Aktivwassers. Normales Trinkwasser oder Mineralwasser hat Wassercluster von 11 bis 16 Molekülen. Basisches Aktivwasser aus dem Wasserionisierer hat Wassercluster, die nur halb so groß sind. So wird das Wasser leichter trinkbar und besser aufnehmbar. Der amerikanische Entsäuerungsspezialist Dr. Robert O. Young erläutert diese Eigenschaft. Kleine Bälle können das Wasser besser durch die Zellmembran in die Zelle bringen. Dies ist ungeheuer wichtig. Auch die Lösungsfähigkeit steigt durch die kleineren Wassercluster. Man sieht hier, wie sich dieselbe Menge Kaffeepulver in dem linken Glas viel schneller löst als in dem rechten Glas, in dem sich normales Wasser befindet. Der Kaffeetest von Karl-Heinz Asenbaum zeigt, dass es auch eine besondere Entschlackungsfähigkeit besitzt. Mit dem Speicheltest kriegt man schnell mal einen Einblick, was im Körper eigentlich los ist. Der Speichel nährt sich ja aus der Lymphe und die Lymphe
sagt uns, was ist zwischen Blut und Zelle unterwegs. Also da sitzt eigentlich die Übersäuerung, wenn eine da ist. Nun, so wie es beim EKG ein Ruhe-EKG gibt und ein Belastungs-EKG, kann man natürlich auch mit dem Speicheltest so verfahren, indem man zweimal misst, nämlich vor und nach einer Säurebelastung. In diesem Fall mache ich das gerne mit Kaffee. Jetzt schauen wir mal, hier am Anfang haben wir einen Ausgangswert im grün-blauen Bereich, also schön basisch, so soll der Speichel sein. Wäre er unter pH 7, dann würde er meine eigenen Zähne annagen. Dass das nicht so sein soll, natürlicherweise, das begreift jeder, da braucht man keine klugen Bücher darüber schreiben. Aber jetzt sehen wir mal, wie der Kaffee, eine Tasse, pH-Wert ungefähr 5,5, nein, ich habe es genau gemessen, der hatte 5,5, also so wie die Haut. Schauen wir mal, wie das wirkt, wir schauen auf die Uhr. Da haben wir also gleich nach dem Trinken natürlich noch keine Auswirkungen auf den Speichel, denn der Kaffee muss ja erst über die Verdauungsorgane resorbiert werden, dann geht er ins Blut und vom Blut in die Lymphe und dann ist er unterwegs und der Speichel kann sich daraus nähren. Allerdings, 2 Stunden später, tut der Kaffee dann natürlich seine Wirkung, und zwar eine ganz erhebliche, wenn man sich mal vorstellt, dass es nur eine Tasse war. Der pH-Wert fällt in den sauren Bereich. Und außerdem, der Proband, in dem Fall war es ich, fühlt sich schlapp. Ganz klar. Das ist, erst pusht es und dann macht es müde. Das ist die Wirkung des Koffeins und des Kaffees, die immer mit einer Übersäuerung verbunden ist. Jetzt ein guter Versuch, um zu demonstrieren, wie schnell das eigentlich geht, mit dem basischen Wasser den Ursprungszustand wiederherzustellen. Das ist eben, weil das basische Wasser so schnell durch die Verdauungsorgane durch kann und Kontakt zur Lymphe findet. Ich trinke hier ein Glas Wasser, basisches Wasser, pH-Wert 9,5, und 5 Minuten später darauf die Messung. Und der Speichel ist wieder im blauen Bereich und damit die Lymphe. Und ich fühle mich auch wieder wohl. Deswegen ist dieses Glas Wasser zum Kaffee natürlich gut, aber das Glas basisches Wasser dazu ist viel besser. Und es ist viel besser, als mit dem guten basischen Wasser den Kaffee zu machen. Der wird dadurch nämlich nur wenig, weniger sauer. Kaffee ist bei weitem nicht das sauerste Getränk, das in unserem zivilisatorischen Umfeld verbreitet ist. Dies zeigt die Tabelle aus dem Service-Handbuch Mensch. Viele Mineralwässer, die empfohlen werden, sind genauso sauer, werden aber nicht tassen-, sondern flaschenweise getrunken. Saurer noch als Essig sind Limonaden, insbesondere Cola-Getränke, die fast an den Säuregrad der Magensäure heranreichen. Im Service-Handbuch Mensch wird für die dauernde Trinkkur ein Wert bis zu pH 9,5 empfohlen. Während einer Therapie wird auch noch stärkeres basisches Wasser gegeben. Die Frage, welche Menge an basischem Wasser soll man tagtäglich konsumieren? Wir empfehlen unseren Patienten, pro 10 Kilogramm Körpergewicht 0,3 Liter an basischem Wasser über den Tag verteilt zu trinken. Und das ist wohl eine richtige Erfahrung, denn wir haben mit diesen Einstellungen noch nie einen Patienten gesehen, der zu basisch geworden wäre. Der Elektronenreichtum des basischen Aktivwassers führt zu einem hohen Wert im Rahmen der Prävention, der Vorbeugung von Krankheiten, als auch zu einem hohen Wert und zu einer hohen Wirksamkeit bei den Zivilisationskrankheiten wie Zucker. Beim Blutdruck ist es so, dass sich jeder anspricht, dass es etwas länger läuft, aber wir haben durchaus hier die Beispiele unserer Praxis, wo der Blutdruck doch dann wesentlich bessere Werte erreicht und nachher mit dem Allgemeinen sich auch teilweise wieder völlig normalisiert. Der Redoxwert ist auch ein sehr wichtiger Wert. Den kann man am besten und am einfachsten mit einem elektronischen Messgerät bestimmen. Wir müssen hier sehen, das Wichtigste hier ist da vorne das kleine Minuszeichen. In diesem Fall ist Minus nämlich positiv, denn Minus heißt ein Überschuss an freien Elektronen. Sie sehen hier das basische Wasser mit einem von minus 203 Millivolt. Das wird also wie bei der Batterie in Millivolt gemessen. Hier sehen Sie herkömmliches Leitungswasser mit einem positiven Wert von 163 Millivolt. Dazu ist zu sagen,
dass eigentlich alles Wasser, was Sie trinken, egal ob es nun Mineralwasser ist oder Quellwasser, hat alles einen positiven Redoxwert. Das einzige, was es so gibt, was einen negativen Redoxpotenzial hat, Ihnen also freie Elektronen gibt, ist das basische Aktivwasser. Sie brauchen sich aber kein so teures Messgerät anschaffen. Sie können es auch mit Jodtinktur aus der Apotheke zeigen. Der Jodtest zeigt, dass das basische Aktivwasser im rechten Glas die Oxidation rückgängig macht, während sie im linken Glas mit normalem Wasser deutlich sichtbar bleibt. Nur mit Vitamin C kann man eine ähnliche antioxidative Wirkung erzielen. Ein Liter basisches Wasser hat die antioxidative Kraft von 10 Zitronen. Es gibt auch eine andere Methode, die sehr einfach ist. Sie gehen in den Baumarkt und kaufen sich ganz normale Stahlwolle. Basisches Aktivwasser kann man als Rostschutz für die Zellen bezeichnen. Während die Stahlwolle im rechten Glas mit dem Leitungswasser nach einer Stunde oxidiert, bleibt sie im linken Glas unbeschädigt erhalten. Es hat überall, eigentlich durchgehend, positive Wirkungen, was mir da berichtet wird. Und ich denke, dass dieses basische Aktivwasser ein Muss in unserem krankenden Gesundheitswesen ist und dass der Siegeszug eigentlich unaufhaltsam ist. Einige meiner Patienten trinken dieses basische Aktivwasser. Sie haben kein Risiko. Einer wurde seine Gicht los, eine Frau ihre Arthrose. Einige berichten, dass ihre Verstopfung komplett aufgehört hat. Blähungen sind bei einigen Patienten total verschwunden. Die Leute haben mehr Energie. Sie berichten von Vorteilen über das gesamte Spektrum. Meine Schwester hat an den Hand Gelenken hat die so Art Überbeine, also das sind so weiche, geschwülzte. Und da waren ihre Bekannten da und dann wollte sie ihnen zeigen, ihre geschwülzte an den Handgelenken und dann waren die verschwunden. Also die trinkt auch jeden Tag so 2-2,5 Liter basisches Wasser. Hat auch ein Gerät. Mein Verdauungstrakt hat sich verändert, das Bedürfnis nach Nahrung. Es ging mir auf einmal viel besser denn je. Ich kann es nicht fassen. Also ich bin so überzeugt von dem Wasser. Dann habe ich noch eine Cousine in München und die hat auch Probleme eben mit der Galle, Lebergalle. Dann habe ich zu ihr gesagt, du habe ich gesagt, für die habe ich was. Das war eigentlich für mich Grund auszuprobieren, ob es auch anderweitig wirkt. Dann habe ich es angerufen, ja, hat gesagt, das darf mich schon interessieren. Dann habe ich auch zwei Flaschen Wasser rein, sage ich, trink's. Und ungefähr so 3-4 Tage später habe ich dann angerufen, ich wollte die Reaktion mehr hören. Dann hat sie gesagt, das Wasser, das ist unwahrscheinlich, das ist alles weg. Also keine Bauchkrümel mehr, keine Blähungen mehr, alles ist vorbei. Frauen auf der ganzen Welt sollten wissen, wie gut es hydriert und die Haut feucht hält. Man kennt sie, ich kenne sie an der Haut. Ich habe immer mehr Hautunreinheiten gekriegt. Ich habe in der Pubertät keine Pickel gehabt, ich habe immer schöne Haut gehabt. In den letzten 3-4 Jahren hat es angefangen, einmal da einmal, da eins, dann schon am Rücken und sogar am Oberkörper teilweise. Die haben auf einmal verschwunden, die waren mir nicht bloß da nicht. Sogar der Kosmetikerin ist aufgefallen, dass ich auf einmal nicht mehr so tiefe Falten um den Mund habe, was für meine Eltern eigentlich auch noch nicht so speziell ist, dass die einfach weniger werden. Sie weiß zwar auch nicht warum, aber ihr ist halt einfach aufgefallen innerhalb der letzten 3 Monate, dass sie die Falte geändert hat. Ist ja so, ich kann nur mit dem Wasser zusammenhängen, weil was soll ich sonst? Ich nehme nichts anderes, ich lebe auch nichts hinter deswegen.
Man kennt es auch an die Haare. Wie gesagt, meine Schwester ist im Friseurin, die analysiert das sowieso jetzt mal wieder ganz genau, wenn man wieder Haarfärben kommt, dass die Haare schneller wachsen, und zwar doppelt so schnell wie früher, dass die Haardichte besser wird, obwohl man kein Haarshampoo hernimmt, was irgendwie aufbauend ist oder irgendwelche speziellen Pflegen nimmt. Also es verändert sich der Körper als Ganze zum Positiven. Es verlangsamt das Voranschreiten meiner chronischen Krankheiten gewaltig. Ich hatte eine ganze Reihe von Krankheiten, die sich immer mehr verschlimmerten. Müdigkeit, hohen Blutdruck und meine Medikamentendosis stieg beständig an. Jetzt habe ich meine Hoffnung zurück und nehme keinerlei weitere Medikamente ein, nur was Natürliches. Ich habe im Buch gelesen, da etwa 3 Monate muss man dringen, dann kann man diese Wirkung, Blutdruck senkt, zu sehen ist. Ich nehme kein Medikament mehr, gegen Cholesterinspiegel auch nicht mehr. Damals, als ich Blutdruck Medikamente absetzt, habe ich auch gleich das auch gemacht. Der eindrucksvolle Effekt des basischen Wassers sei hier in einem Beispiel erläutert. Dieser Patient kam als Diabetiker von seinem Hausarzt gut eingestellt wegen der Problematik eines ständigen Schwindels. Die dunkelfeldmikroskopische Analyse zeigte eine starke Geldrollenbildung, also eine schlechte Transportfähigkeit für Sauerstoff. Der Speicheltest deutlich saure pH-Werte etwa von 6,2. Wir behandeln den Patienten mit der Quantox-Blutwäsche in Verbindung mit basischem Wasser und konnten damit eine Stabilisierung seiner Schwindelproblematik erreichen. In gleichem Zuge verbesserten sich eindrucksvoll die vitalblutanalytischen Befunde und die pH-Wertmessung. Der Patient, über die Erfolge seiner Behandlung begeistert, entschloss sich sofort zur Anschaffung eines Wasserionisators. Ich habe den Patienten etwa 5 Wochen später wieder gesehen und war erfreut, dass seine Schwindelproblematik nicht wiedergekommen war. In gleichem Zuge zeigten sich sehr starke, eindrucksvolle Verbesserungen des pH-Wertes in den normalen Bereich und natürlich auch ordnungsgemäße vitalblutanalytische Befunde. Seitdem erscheint der Patient regelmäßig zu vitalblutanalytischen Befunden und Säurekontrollen. Und ich kann Ihnen versichern, dass seine Befunde stets in dem gleichen Ausmaß sich verbessert haben, wie wir das damals in den ersten Ansätzen gesehen hatten. Ich trinke basisches Aktivwasser inzwischen seit 7 Monaten und habe seitdem keine einzige Allergiemedizin mehr genommen. Und Sie sehen, ich sitze hier im Freien, mitten unter blühenden Pflanzen. Und der Heuschnupfen ist auch weg. Also fast ganz weg. Wenn ein leichtes Niesen mal herandreut, dann gehe ich sofort zu meinem Ionisierer und trinke einen großen Schluck basisches Wasser. Ein großer Schluck, das ist bei mir ein guter halber Liter. Und ich habe meine Ruhe. Früher habe ich da sofort ein Antihistaminikum einwerfen müssen. Nicht zu wenig, und danach fühlt man sich ja so fürchterlich schlapp, kann nicht mehr arbeiten, also das ist kein schönes Dasein. Es wirkt tatsächlich, man muss schnell handeln, wenn man es kommen sieht und Wasser trinken, und offenbar beginnt dann eine Hormonkaskade zu wirken, die den Anfall unterdrückt. Die Allergieneigung ist natürlich nicht weg, aber die Beherrschung derselben, und das ist ja auch gut. Muss ich keine apothekenpflichtige Bade mehr mit mir rumschleppen gegen den Heuschnupfen. Bin eigentlich von klein auf immer schon Probleme gehabt mit Nahrungsmitteln, mit Unverträglichkeiten. Habe als kleines Kind schon nie einen Kakao getrunken, weil einfach mir die Milch nicht passt hat. Und je älter das ich geworden bin, desto schlechter ist das geworden. Das heißt, mit 14 Jahren auf einmal habe ich keine Milchprodukte mehr vertragen. Dann mit gute 20 Jahren haben wir auch immer drauf gekommen, ich soll eigentlich keine Fruchtsäuren zu mir nehmen. Also das heißt einfach, alles, was im Leben irgendwie gut ist und schmeckt, passt mir einfach nicht so. Und nachdem mein Vater seit einem halben Jahr ungefähr jetzt das basische Wasser trinkt, hat mir meine Mutter empfohlen, ich soll dem auch am Tag mindestens 1 bis 1,5 Liter von dem Wasser trinken. Am Anfang habe ich gar nicht genau gewusst, um was es da geht. Ich wollte einfach das Wasser trinken, ich habe das brav gemacht
Und auf einmal habe ich mitgekriegt, dass ich noch in einer kurzen Zeit, 14 Tage, 3 Wochen, der aufgeblähte Bauch auf einmal weg ist. Ohne dass man weniger und mehr isst, andere Sachen isst, Alkohol weglässt oder Süßigkeiten, es ändert sich einfach der Körper. Die meisten Leute verstehen die Übergewichtigkeit nicht. Sie ist die perfekte Verteidigung des Körpers gegen Übersäuerung. Wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht, lebt die Apfelfigur gefährlicher. Aber wie abnehmen im Bauchbereich? Ich trinke basisches Aktivwasser seit etwa 7 Monaten und ich habe 20 bis 23 Kilo verloren. Aus der Königsweg der Entsorgung wird häufig das Heilfasten bezeichnet. Seitdem wir im Bereich des Heilfastens basisches Wasser in einer Menge von bis zu 5 Litern einsetzen, haben wir viel einfachere Erfolge und schnellere Verläufe im Bereich der Patienten, die sich mit dem Heilfasten naturgemäß etwas schwer tun. Gerade beim Heilfasten entsteht durch den Abbau vom Gewebe eine starke Säureflut. Hier sehen wir den Verlauf eines Heilfastens in vitalblutanalytischen Bildern. Der Beginn am ersten Tag der Einleitung des Fastens zeigt bereits einen gestörten Bereich. Wir haben hier Verklebungen und Eiweißansammlungen. Wir sehen im Laufe der nächsten Tage, wie eben Schlackenstoffe, Eiweiß, aber auch Säuren aus den Geweben ausgeleitet werden und im Blut in Erscheinung treten. Wir sehen beispielsweise durch die Deformierung der roten Blutkörperchen, der sogenannten Bärentatzenform, dass Fettgewebe abgebaut wird. Und wir sehen, wie sich das Blut allmählich unter dem Einfluss des basischen Wassers beginnt zu reinigen. Wenn wir den ersten und den letzten Tag in diesen Befunden vergleichen, werden wir erkennen, dass eben eine starke Reinigungswirkung im Blut in Erscheinung getreten ist. Hier sehen wir das Endergebnis des Heilfastens nach einer einwöchigen Fastenperiode. Ein sehr schönes und reines Bild und die Schlackenstoffe sind zum großen Teil ausgeleitet. Hier zeigt sich, dass durch das Fasten mit basischem Wasser weniger Probleme entstehen. Die Patienten haben weniger Fastenkrisen, das Blut wird schneller rein und die Gewebe geben ihre Schlacken eindrucksvoller ab. Was ist eigentlich basisch, was ist neutral und was ist sauer? Nun, man könnte jetzt einfach mal sagen, das ist eben, wenn es auf der Tabelle über 7 ist, dann ist es basisch und wenn es unter 7 ist, dann ist es sauer und wenn es genau 7 ist, dann ist es neutral. Was tatsächlich dahinter steckt, das ist, wenn etwas basisch ist, dann ist ein Überschuss an Hydroxylionen da, das sind OH-Ionen, also 2/3 von einem Wassermolekül, wo eben ein Wasserstoffmolekül fehlt, das sogenannte Proton. Und das Proton, und das wird in den Wasserionisatoren nämlich auf die andere Seite gezogen, in die Anionenkammer, und dort messen wir dann praktisch den Protonengehalt, also das H-Plus-Ion. Also pH ist Anzahl an Protonen, also positiv geladenen Wasserstoffionen, wobei positiv geladen, das erweckt immer einen falschen Eindruck. Da denkt man, da ist eine Ladung drauf. Nein, eben nicht. Da fehlt eine Ladung, da fehlt ein Elektron, diesem Wasserstoffion. Und deswegen ist es so aggressiv, das Proton, weil es eben ein Elektron haben möchte. Sind sogenannte Basenbooster, also Wasserlösungen mit einem pH-Wert oberhalb von 9,5, ein sinnvoller Ersatz für das kontinuierliche Trinken von basischem Aktivwasser? Ja, das ist eine schöne Vorstellung. Man macht sich ein Basenkonzentrat und das verdünnt man dann mit normalem Wasser. Also wie so eine Art Basensirup, den man dann ins Wasser gibt und dann wird alles gut. Aber das ist eben leider nicht der Fall. Dieses basische, super ionisierte Wasser, wie man sagt, wird ja erzeugt wie normales basisches Wasser, nur dass man den pH-Wert höher einstellt. Das heißt, man macht eine längere, intensivere Elektrolyse und dadurch geht der pH-Wert nach oben. Wie das geht, das erfahren Sie am besten vom Fachmann. Kann man solche Basenbooster bzw. Katholyt selbst herstellen? Wollen Sie speziell stark ionisiertes Wasser herstellen, sprich mit einem hohen und einem sehr niedrigen pH-Wert, nehmen Sie normales Kristallsalz oder Himalaya-Salz
oder auch ein speziell in der Apotheke hergestellte Salzmischung. Hier zum Beispiel Natriumbicarbonat, Calciumcitrat, Kaliumbicarbonat und Magnesiumcitrat. Sie können in jede Kammer maximal 2 von diesen mitgelieferten Messlöffeln voll hineintun. Sie rühren es dann gut um und starten die Ionisierung. Wenn Sie einen sogenannten pH-Booster herstellen wollen, nehmen Sie 3 Messlöffel auf jede Seite und stellen das Gerät auf 99 Minuten ein und Sie erhalten einen pH-Wert von bis zu 12 auf der basischen Seite. Man kann jetzt einen sehr, sehr starken Basenbooster erzeugen, indem man destilliertes Wasser nimmt, dann gibt man Kochsalz rein, also Natriumchlorid, das trennt sich dann und dann hat man auf der einen Seite eine, ja, ungefähr mit einem pH-Wert von 12 bis fast 14, eine, man muss es einfach ganz klar beim Namen nennen, in der Schweiz ist das auch schon getan worden in der Presse, es handelt sich eigentlich um Natronlauge. Und diese Natronlauge jetzt dann mit Wasser zu verdünnen, führt dazu, dass ich halt den pH-Wert von dem Wasser draufsetze, aber nicht dessen Wert. Denn ich gebe da Natrium rein und destilliertes Wasser und wo ist da bitteschön der sittliche, sprich mineralische Nährwert von diesem Wasser? Schon gar nicht, wenn ich das auf Dauer trinke. Das kann man vielleicht mal machen, wenn man unterwegs ist, auf Reisen und zwischendurch. Wenn man denkt, man hat jetzt eine Übersäuerung zu bekämpfen und hat keine andere Möglichkeit. Aber das ganz, ganz Wesentliche, was diese Basenbooster, ich habe sie alle getestet, nicht haben, das ist ein Redoxpotenzial. Die Hersteller kommen zwar mit Gutachten, also so ein kleines Fläschchen kostet dann so 20 bis 60 Euro, halber Liter oder sowas, von diesen Basenboostern. Und das hat dann... Die bringen einem dann ein Gutachten, wo dann drinsteht, was für ein hohes Redoxpotenzial das hat. Ja klar, die lassen die Analyse machen, nachdem es hergestellt wurde. Dann ist das Redoxpotenzial zweifellos da und es ist hoch. Aber wenige Tage, oft sogar Stunden später, ist das Redoxpotenzial weg. Also keine von den Flaschen dieser Präparate, die ich da getestet habe, hatte auch nur das mindeste Redoxpotenzial. Und damit ist der Hauptwert neben der Entsäuerung, den das basische Aktivwasser hat, nämlich die Radikalfängerfunktion, also dieses antioxidative Potenzial, die Energie, die das Wasser mitbringt, nicht in diesen Basenboostern drin. Und deswegen ist es eigentlich unglaublich, dass man dafür so viel Geld verlangt. Thank you.
Wenn mich jemand nach einem Universalrezept für seine Gesundheit fragt, ist meine Antwort sehr einfach. Fangen Sie an, basisches Aktivwasser zu trinken, selbst wenn Sie saure Sachen essen. Am wichtigsten ist es, damit anzufangen, die elektronenreiche basische Flüssigkeit zu trinken, mit der Sie die Säuren aus der Nahrung neutralisieren können.